Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, hier befinden wir uns gegen Labbad im Kampf. Und wir hauen erstmal auf CD Protoss drauf, während unser Violet Turbo und Courage auf Sarah drauf tut. Und auf Null. Und ja, machen wir noch Dopretek. Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen gerade. So, greifen wir den Beamuff an. Rocky und Döll kämpfen so lange die anderen. Ganz wichtig in diesem Kampf ist, vorher die anderen Viecher kaputt zu machen, bevor wir auf Labbad gehen. Aus dem Grund, weil sie sich sonst hochhält und sie sich sonst sich selber viel Schaden zufügt. Wie wir jetzt hier gleich sehen werden. Sie versucht jetzt hier was zu opfern, allerdings sieht sie da, gibt kein Opfer und sie hat erstmal übelst extrem Schaden bekommen. Und ja, sie macht jetzt hier ihre Fähigkeit. Ja, die ist etwas stark. Aber wir haben die, ja, nicht überlebt. Leider haben wir jetzt hier keinen Heiler dabei. Wir werden jetzt hier uns einfach, wie wir hier sehen, ja, kein Heiler. Wir haben uns hier die Phönixfeder schnappen und den Öl erstmal kurz wiederbeleben. Allerdings scheißen wir jetzt hier auf Soul Heilen. Wir werden jetzt einfach erstmal schnell die Viecher kaputt machen, bevor sie die wieder aufbaut und wieder HP dazu bekommt. Denn wir wollen ja sie so schnell wie möglich kaputt kriegen. So, switchen wir hier ab und zu mal hin und her, damit hier das wieder wirklich schnell aufgefüllt ist. Manchmal fehlt hier etwas, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Wir werden gleich sehen, ich werde das hier noch locker rausreißen. Ja, sie macht das schon, also sollte es heißen, wir sollten spätestens jetzt so langsam alles kaputt haben. So, jetzt versucht sie hier gleich wieder zu opfern. Wir setzen hier einfach mal die Meteorfähigkeit ein und ja, macht nicht so viel jetzt. Und hier sehen wir sie. Sie will wieder versuchen zu opfern, hat allerdings nichts gefunden und fügt sich wieder selben Schaden zu und wir können sie jetzt so langsam kaputt machen. Sie vernichtet allerdings das Server und unser Kleiner ist jetzt auch so angegangen, unser kleiner Rocky. Aber wir ignorieren das jetzt erstmal ganz hart, wir werden jetzt erstmal ganz schnell auf sie gehen. So, sie ist down und ja, werden wir jetzt hier schnell Sarah wieder beleben. So, im Prinzip ist der Kampf jetzt eigentlich total einfach. Wir machen jetzt hier nur noch die Reste weg und dann haben wir das hier eigentlich schon geschafft. Das ist eine der einfachen Varianten, beziehungsweise, oh Gott, das war falsch gesagt, das ist eine der schnellen Varianten. Allerdings tut es schon einiges verlangen. Und zwar braucht man auf jeden Fall Autohast und Courage für unser Monster. Die Varianten, die werde ich hier später noch unter den Infobox schreiben. Ob es direkt in der Infobox sein wird, das kann ich euch ja nicht versprechen. Es kann sein, dass ich das vielleicht erst einen Tag später oder so reinsetze, die Tipps. Genau. Es gibt eine schnellere Variante, ich habe es auch schon in 56 Sekunden geschafft, aber ja, ich habe jetzt hier ein bisschen rumgefehlt. Und es gibt, wie gesagt, noch eine andere andere Videos, wo es auch in 46 Sekunden gemacht wurde. So. Ich werde euch jetzt noch mal ganz kurz eine andere Variante zeigen. Ich suche euch vorher noch mal kurz. Ne, ich suche mir hier vorher noch mal kurz. Okay, ich habe hier wieder was Falsches geklickt. Übrigens ist das Video hier nachkommentiert. Leider ist mein Aufnahmeprogramm abgeschmiert. Und ja, deswegen muss ich das jetzt hier nachkommentieren. Was aber an die Sache jetzt ja nicht so schlimm sein sollte. Also ich glaube, hier habe ich kurz überlegt, was ich jetzt da reinmache. Ja, genau. Und zwar wollten wir hier erstmal wieder Schwächere reinmachen. Hier wollen wir jetzt erstmal uns den Leutnant raussuchen. Denn ich möchte ja noch eine Variante zeigen für die Leute, die eventuell keinen Autohast besitzen. Einfach nur, also die einfach nur trainiert sind, aber kein Autohast oder so besitzen. Wie wir Autohast und so weiter bekommen, das steht wie gesagt schon später unter der Infobox. Wundert euch nicht, falls in der Infobox da nichts steht, dann kann es sein, dass ich das noch aktualisieren werde. Und falls nicht, dann schaut einfach mal im Internet nach, falls es noch nicht da steht. Denn da sollte es genug Infos geben. Gut. So, hier war ich nochmal genau, das silberne Chocobo nehmen wir auch noch mit.
Ich glaube, das habe ich aber in diesem Kampf gar nicht benutzt. Ich weiß es gerade gar nicht. Hier bin ich hier nochmal ganz kurz am Nachdenken. Es ist ein bisschen blöd, das jetzt so nachzukommentieren, da bin ich nicht so der beste Nachkommentierer. Ich tue lieber live kommentieren. Auch wenn ich sagen muss, als Nachkommentierer tut man ein bisschen mehr reden vielleicht. So, wollen wir hier die Paradigmen nochmal anpassen ein bisschen. Denn die werden wir jetzt hier nicht so lassen. Das sind übrigens die Paradigmen, die wir gerade eben für den Kampf verwendet haben. Zweimal Kerberos ist dazu gedacht. Das steht auch im Lösungsbuch mit und ich weiß nicht, ob die es schon in Game Mark gesagt haben. Ich glaube es gerade nicht so. Ich glaube, die haben es nicht geschrieben. Oder doch, ich weiß es nicht. Jedenfalls kann man die ATP-Balken auffrischen. Was das genau sein soll, das Auffrischen, das heißt eigentlich im Prinzip, dass sobald wir alle 6 Schläge gemacht haben, können wir das andere Kerberos switchen und auf gut Luck haben wir dann schon alle 6 Balken voll, ohne dass es die vorher nochmal erneut laden muss. So, können wir hier wieder zum Kampf gehen. Zu Ultros und Typhon werden wir, ich denke mal, übermorgen kommen. Oder in 3 Tagen spät, ich denke mal am Mittwoch oder Donnerstag, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Morgen bezweifle ich es ein wenig. Ich habe erstmal davor ein anderes Video vorgehabt, eigentlich. Ich wollte zum krönenden Abschluss nochmal so ein Battle machen. Naja, gut. Hier befinden wir uns wieder in dem Kampf und hier werden wir uns erstmal wieder Deprotos auf sie drauf machen, während er uns Courage gibt. Das heißt, switchen wir hier mal auf das andere Manipulator, damit hier das einfach nur aufgefrischt ist. Machen wir Depro TK, oh Gott, ich kann es wieder nicht aussprechen, und switch wieder auf Kerberos und gehen hier wieder wie in den anderen Kampf davor auch schon auf Beom. Aber im Prinzip ist das eigentlich keine andere Reihenfolge, die wir hier machen werden. Allerdings wird der Kampf hier etwas länger dauern und wir werden hier auch, denke ich mal, bis zum Heilen kommen. So. Ja. Wie gesagt, hier vorher erstmal hier die ganzen kleinen Viecher wegmachen. Wichtig ist es, dass der Große wegkommt am Anfang. Hier sehen wir schon, sie hat es leider Gottes geschafft. Aber hier sieht man schon, sie hat leider keinen Schaden zugefügt. Jetzt wird hier Verteidiger einfach um, damit wir hier ein bisschen nicht so viel HP verlieren. So, switchen wir wieder auf Angreifer und versuchen jetzt hier diesmal unser Glück. Allerdings hätten wir nochmal vorher hier Dopre-TK. Oh Gott. Depro-TK versuchen drauf zu bekommen. Haben wir aber allerdings nicht drauf bekommen. Schade eigentlich. Aber ich glaube, wir schaffen jetzt trotzdem noch die Monster hier vorher down zu kriegen. Denn wie wir hier sehen, bekommen wir schon ordentlich Schaden. Und wie wir hier auch schon gesehen haben, erfrischt oder ist wirklich die ADB-Balken auffrischen. Hier war es das jetzt in dem Fall nicht. Das dauert schon einige Sekunden, ich glaube so 10, 12 Sekunden dauert das immer. Also hier macht sie das schon wieder und wir sehen schon, die ganzen Monster sind auf. So, dann können wir uns jetzt immer wieder auf sie kümmern. Auf. Gut, ich geb's gerade auf. So, sie wieder in Offensivmaßnahme und will versuchen wieder was zu opfern. Und wie wir hier gleich sehen werden, verliert sie ja eindeutig viel HP. Gut. Ja, hier hat sie wieder den Protoss drauf, was ein bisschen schade ist, also das bekommt sie nicht so viel Schaden. Und ja, hier sehen wir wieder, wir sind ja auf Verteidiger noch umgeswitcht und werden jetzt hier kurz die Sarah hochheilen wieder. Und ja, hier sehen wir jetzt, dass zwei solche Behemoths kommen. Sollte kein Problem da sein, wir machen hier nochmal den Protoss auf sie drauf. Und switch hier wieder auf Kerberos und versuchen unser Glück hier so schnell wie möglich die kleinen, großen Feature down zu bekommen. Ja, wir ja sehen, die verlieren recht schnell ihre AP. So, der erste ist schon down. Und hier kommt auch der zweite noch. So, hier willst du das schon wieder machen, aber wir bekommen den, glaube ich, vorher noch down, den großen. Also ich hoffe es gerade. Ja, wunderbar. Haben wir den noch down gekriegt? So, wir attackieren sie noch ein bisschen.
Wir werden aber sehen, dadurch, dass mir das gar nicht so aufgefallen ist, dass, dass der HP-Balken so niedrig bei Sarah ist und ich hier gerade ein wenig gepennt habe und mich voll verklickt habe, ist mir der Null abgekratzt und jetzt stecke ich ziemlich in der Klemme. Ich probiere jetzt hier so schnell wie möglich auf Heilung zu switchen. Hat natürlich da auch ein bisschen gepennt und werdet hier schnell den Null wiederbeleben, damit er auch hier mitteilen kann. So, hier, der steckt hier ewig in der Luft. Das ist natürlich gar nicht gut. So, switchen wir hier nochmal kurz auf Manipulator. Na, aber hat nicht mehr viel HP. Da sollte relativ nur noch 3-4 Schläge sein. Und da ist der zweite. Und jetzt verprügeln wir sie noch. Ja, wie gesagt, ich habe da ein bisschen gepennt. Und ja, wir haben sie down. Wunderbar, Leute. Gut, hier werden wir uns jetzt einfach nochmal kurz hochheilen, weil hier uns der Null gleich abkratzt. So, nachdem wir das hier getan haben, werden wir uns hier einfach kurz auf Manipulator switchen und probieren hier einfach nochmal kurz hier was drauf zu bekommen. Ich wollte eigentlich versuchen, G-Protest drauf zu machen. Ich habe da aber, wie gesagt, wieder ein bisschen gepennt. So, hier sehen wir, geht wunderbar schnell down. Hier, das ist die kleinen Behemoths. Und ja, wir nähern uns hier schon dem Ende des Kampfes. Und natürlich haben wir jetzt einige Fragen. Was macht ihr dann jetzt noch die anderen paar Minuten? Wir sind ja, glaube ich, nicht mal bei der Hälfte. Ja, ich werde euch jetzt mal kurz das zeigen. Und zwar, wie wir hier das Kleinküsschen, nee, das Zwergküsschen bekommen. Was bei mir doch Rocky ist. Ich glaube, hier werde ich euch jetzt nochmal, genau, ich wollte hier jetzt den Rocky nochmal raussuchen. Allerdings habe ich hier vorher hier unter Zwergküsschen gesucht. Aber ich habe den ja umbenannt. Der heißt hier eigentlich jetzt Rocky. Und ja, hier sehen wir schon, ich bin ja eigentlich total am Suchen gerade. Eigentlich müsste ich nur auf R gehen. Und na, komm, schaffst du es heute noch? Also jetzt ist mir, glaube ich, aufgefallen. Ah, stimmt, wir haben ihn ja umbenannt. In Rocky. Da haben wir ihn. Drück schon die R2-Taste endlich mal. Komm schon. So, den habe ich, wie gesagt, im Prinzip in der Archilden Steppe gefangen. Ich werde euch das gleich kurz zeigen, wie man den dort bekommt. Ja, wie wir ja sehen, habe ich hier Auto-Hast, Auto-Courage drauf gemacht und dazu eine Eintreiber. Eintreiber erhöht die Gil-Ausbeute nach Kämpfen. Das ist sehr gut, vor allem für das, was ich davor gemacht habe. Ich habe wirklich davor, ich glaube, ich habe komplette Nacht durchgezockt und den Tag, allgemein den ganzen Tag lang habe ich jetzt hier gezockt und habe hier was gefarmt, da ich Autohass auf keinen drauf hatte. Ich wollte es eigentlich auf Seth drauf machen, aber ich keine Ahnung, warum ich das auf das Chocobo drauf gemacht habe. Aber es war auch zu spät, aber ich will das demnächst irgendwann noch nachholen. So, hier sehen wir nochmal das Chocobo. Ja, hier habe ich auch Autohass, wie gesagt, drauf und ich glaube, mehr habe ich hier auch gar nicht drauf gemacht. So. Gehen wir mal ins Chronosphäum. Oh mein Gott. Ich war natürlich in die Archilde Steppe, um euch da mal kurz zu zeigen, wie wir da den Zwergküsschen bekommen. Also den Rocky, den ich habe.
So, nach Stil und Stepp, ich werde hier jetzt hier allerdings nochmal ganz vorher das Wetter umstellen gehen. Ich habe da hinten, glaube ich, gerade irgendwas gefarmt, dass ich da hinten abgegammelt habe. Übrigens einmal erneut, für die, die es das nochmal fragen wollen, das ist übrigens eine Kleidung für einen DLC, was Tiara da anhat. DLCs bekommt man übers Hauptmenü Inhalte herunterladen, kostet allerdings mit richtigem Geld muss man das bezahlen. Entweder über PSN Network Card oder also PlayStation Network Card oder über Kreditkarte. Übrigens habe ich hier das Spiel etwas schneller gestellt. Das ist eine Fragmentfähigkeit. Die bekommt man, sobald man alle 160 Fragmente hat. Und das Spiel durchschreibt, glaube ich. Also mit dem richtigen Ende. Genau. Oder mit dem vollendenden Ende, was wirklich nicht so übertrieben ist. So, hier sehen wir. Ich werfe hier den Jock rein und hier habe ich einen Mini-Pudding erhalten. Hier seht ihr, dass hier kriegt man auch einen Mini-Pudding. Aber da probiere ich jetzt hier nochmal das Vieh zu kriegen. Aber man bekommt es nur einmalig, das das Zwergküsschen oder besser gesagt Trocki. Und ja, also verschwendet das Vieh nicht, tut sich irgendwie freilassen, ich glaube das kann man gar nicht freilassen, tut sich irgendwie transferieren in ein anderes Wesen, sondern tut es nur transferieren mit anderen Wesen, aber nicht in andere Wesen. Also hier würde ich gerade, wollte ich euch noch mal was zeigen in der Datenbank. Und zwar, wie wir Autocourage kriegen. Ich werde es trotzdem, wie gesagt, ich werde es nochmal unten in die Infobox schreiben. Ob es gleich da ist, ist noch eine andere, ist die Frage. Jedenfalls bekommen wir von denen hier in Trumpfan Augusta 200 Autocourage. Wir müssen den, glaube ich, auf Level 36 oder so leveln. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ich habe den, glaube ich, auf 40 gelevelt. Macht einfach auf 40 mit. Und ich werde euch das, wie gesagt, alles nochmal in die Infobox schreiben. Ob es sofort da sein wird, das ist noch die Frage. Ich denke mal, es wird nicht sofort da sein, da ich, wie gesagt, momentan noch ein bisschen was zu tun habe. Ich werde euch das Video trotzdem, wie gesagt, schon hochladen. Also ihr werdet das ja schon jetzt hier gesehen haben hier. Und ja, wie gesagt, es kann sein, dass da für die, die es gleich geguckt haben und den ersten Tag, da wird wahrscheinlich noch keine Infos in der Infobox stehen. So, hier wollte ich nochmal ganz kurz nachschauen, wie das andere Wesen hieß, was ich eigentlich euch zeigen wollte, wo man Autohastia bekommt. Allerdings habe ich das hier gerade eben nicht gefunden. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall in den neuen, im nächsten Video werde ich euch dann erklären, wie man ein bisschen, also wegen Gilfarm, erkläre euch, wo man gut KP farmen kann, was man in der Akademia 400 machen kann. Da kann man sogar nebenbei Fernsehen gucken, man braucht bloß auf X klicken die ganze Zeit. Wenn man es mal so sieht. Und ja, das werde ich euch in den nächsten Part erklären, wie man gut Gil farmt, wie man gut KP farmt. Denn ich bekomme doch noch einige Fragen wegen Gil technisch und wegen KP technisch, wegen Leveln und so. Und naja, gut, deswegen habe ich mir gedacht, da werde ich einfach was machen, obwohl ich ja sowieso schon vorhatte, was zu machen, denn wenn ich schon Let's Play mache, dann natürlich ordentlich. So, hier habe ich was weggeschnitten, da ich, glaube ich, 10 Minuten oder so gebraucht habe, bis ich den Gegner gefunden habe. Übrigens sollte man die Fähigkeit aktivieren, damit man seltenere Gegner besser findet. Wir finden uns, wie gesagt, in Urba 400. Und hier ist auch die Taktik ganz leicht eigentlich. Wir tun uns hier kurz hochwaffen. Probieren hier Deprodos Dewald drauf zu bekommen. Was bei denen etwas dauert und der Gegner dauert so im Durchschnitt, ich sag mal so 5 bis 15 Minuten. Es kommt auf die Truppe drauf an. Es kommt auch ein bisschen aufs Glück an, muss ich mal so sagen. Also bei einer gut trainierten Gruppe. Ich denke mal, ihr solltet hier gut trainiert sein, sonst werdet ihr wahrscheinlich hier sterben. Gut. Im Prinzip tun wir den Balken hochschmeißen und ich werde jetzt hier wieder mit dreimal Pressure auf ihn drauf gehen. Hier tue ich kurz den Anführer wechseln, wollte hier das den Meteorsperr klein machen. Hier sieht man schon, der kriegt dann irgendwie Schaden. Allerdings empfehle ich euch, das nicht nachzumachen, denn dadurch geht der Balken wieder ganz nach unten, der Schockbalken. So.
Das habe ich da noch nicht gewusst. Ich habe den davor einfach nur normal bekämpft ohne Meteor-Sperr. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Oh nein. So, hier sehen wir wieder, hier wieder einfach schnell den Balken hochtreiben. Zwischendurch etwas heilen. Denn er macht doch ab und zu mal eine Attacke, die doch ein bisschen Schaden macht. Und ja, tun wir hier mal den Balken hochpushen. Ja, er ist sogar schon hochgepusht. Habe ich hier wieder ein bisschen rumgeschlafen. Greife hier natürlich gerade nicht mit Presse an. Anscheinend habe ich da gerade geschlafen. Ich glaube, ich hatte versucht, den Balken hochzukriegen, aber hat mich dann gewundert, warum der Balken nicht hochgeht. Ja. Der Sprecher, der fehlt halt manchmal rum. So, hier sind wir wieder, jetzt wieder schön im Schiffmodus und ja, wieder mit 3x Pressure drauf. Ich habe wirklich mit 3x Pressure und ich 3x verheere. Machen wir hier noch den Tor drauf. Und ja, wir werden uns hier langsam zum Ende des Kampfes kommen hier. Ja, er beschwört halt immer wieder Viecher, das ist halt das Nervige an ihm und dass er halt so viel aushält. So, das. Tatsächlich unser Rocky gestorben. Unser Rocky mit der Krone. Ich hab dir wieder so eine lustige Krone draufgesetzt. So, ich glaube, hier hatte ich bloß gleich versucht, bloß auf ihn drauf zu gehen. Ja, genau. Das Gift können einfach ignorieren, tut einfach nur hochhalten, sobald ihr merkt, ach, die AP wird zu niedrig. Also sag mal so Viertel Life sollte man da schon haben oder so noch. Der Kampf hat jetzt ein wenig länger gedauert, sonst habe ich eigentlich immer kürzer gebraucht. Ich hatte halt hier ein bisschen rumgeschlafen. So, hier 75.000 Skill habe ich leider jetzt schnell übersprungen. Und 50.000 KP, Königsgewehr und 3 Rotlegierungen. Rotlegierungen bekommt man immer. Die sind 18.000 wert und die 75.000 Skill bekommt man nur, wenn man das... Ich glaube, ich wollte jetzt da sowieso nochmal drauf gehen. Mir fällt jetzt gerade das verdammte Wort nicht ein. Also sonst bekommt man immer nur 50.000 und wenn man die Fertigkeit, da steht's, Eintreiber hat, dann bekommt man 75.000. Und ja, ich denke mal, das ist schon ein nettes Sümmchen. Ich finde, das ist eigentlich eine der besten Arten. Es gibt noch andere Arten, Guild zu bekommen, die werde ich euch im nächsten Part sagen, aber ich bin der Meinung, die ist eigentlich am lustigsten. Und ja, gut, dieses Königsgewehr, das ist ein seltenes Item, habe ich jetzt hier auch zum ersten Mal bekommen. Das ist allerdings ein Item, was man jetzt nicht unbedingt braucht. Das kann man noch nicht teuer verkaufen, ich glaube 6.000 ist das wert oder so. Und ja, also die Rotlegierung, die 3, die bekommt man eigentlich in jedem Kampf, nach jedem Kampf. Also ich habe die bis jetzt immer bekommen und ich habe wirklich lange gegen ihn gekämpft. Denn ich brauchte wirklich eine Menge Monsterkomponenten. Ich glaube, ich hatte irgendwas mit 4, 5 Millionen oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. 3 oder 4 Millionen. Ich habe das alles ausgegeben. In Monsterkomponenten. Um die Monster zu leveln. Ja, das war schon ein bisschen teuer. Aber ich glaube, um das Autohaus drauf zu kriegen, ich glaube, das kostet, ich weiß es gerade gar nicht, so 500, würde ich sagen, oder? Ne, 300 bis 500, würde ich glaube ich sagen. Ja, kann sein. Ja, haben wir hier die Rotlegierung verkauft, ja, 18.000 haben wir dafür bekommen. Wenn ich jetzt gerade richtig gesehen habe. Und ist schon ein nettes Sümmchen. Und ja. Dann würde ich mal sagen, wir können den Party erstmal wieder beenden. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch hier ein wenig weiterhelfen.
Und ich werde euch, wie gesagt, im nächsten Part ein paar Methoden zeigen, um Gil und KP zu bekommen. Und ich weiß nicht, was ich sonst da machen werde. Ich überlege mir das noch so. Zu den Typhon und zu der Krake, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, kommen wir später. Also ich denke mal nächsten Part oder übernächsten, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das machen werde. Ich habe es, glaube ich, am Anfang andersrum erzählt, aber... Ach, ich bin durcheinander. Ich gib's auf. Gut, jedenfalls möchte ich nochmal meine neuen Abonnenten begrüßen. Ja, hallo erstmal. Und ja, ich hoffe, euch gefallen meine Let's Plays. Als nächstes wird Final Fantasy 13 folgen. Und seid nicht zu schüchtern, schreibt ruhig mal einen Kommentar unter des Videos und gebt auch ich freue mich auch immer gerne über Daumen. Und ja, gut. Das war's dann erstmal. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, einen schönen Tag.